Das ist Karl. Ein Einmachglas. Karl versteht nicht, warum die Menschen so viel Plastik verwenden, wenn es doch so viele Gläser wie ihn gibt. Er kommt sich neben dem Plastik nutzlos und fehl am Platz vor. Überflüssig. Aber was soll er denn schon machen? Er ist doch nur ein Einmachglas, das im Regal verstaubt. Wozu soll er denn gut sein? Das lässt Karl keine Ruhe. Er beschließt, eine Antwort auf seine Frage zu finden. Für seine Reise startet Karl im schönen Würzburg. Hier wird er bestimmt fündig. Und da sind wir auch schon beim Unverpacktladen. Schauen wir mal rein. Hier kann man Einmachgläser wie Karl zum Einkauf mitbringen, um sich seine Lebensmittel selbst abzufüllen. Bezahlt wird natürlich nur der Inhalt an sich, deshalb wird Karl auch vor dem Einkauf gewogen. Das hat ihm sehr gefallen. Abgefüllt mit dem besten Bio-Reis der Stadt geht's wieder ab nach Hause. Fast ein ganzes Kilo Reis trägst du da, Karl. Da kannst du stolz auf dich sein. Und was jetzt? Ach Karl, sei doch nicht traurig. Besuch doch deine Freunde, die können dich bestimmt aufheitern. Karl hat sich ans Mainufer gesetzt und betrachtet die Marienfeste. Doch da kommen auf einmal seine Freunde dazu und erzählen ihre Geschichten, was sie Tolles erlebt haben. Na siehst du, Karl? Du musst nicht neidisch auf das Plastik sein, denn du bist viel wertvoller. Deine Vielfältigkeit trägt dazu bei, dass die Umwelt weniger verschmutzt wird und der Plastikmüll vielleicht etwas reduziert werden kann. Kilogramm Plastikmüll produziert der jeder Bürger im Jahr 2018 pro Kopf. Das sind hochgerechnet ein Rekordhoch von 18,9 Millionen Tonnen. Tu auch du etwas dagegen und hilf mit Einmachgläsern wie Karl, ein wenig das Plastik auf unserem wunderschönen Planeten zu reduzieren. Wenn jeder ein bisschen mithilft, kann das schon einen großen Einfluss haben.